Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Ja, in der letzten Folge, da haben wir diesen hässlichen Pappkarton ausgepackt und darin hat sich das hier versteckt, nämlich das Brettspiel Anno 1800, erschienen im Kosmos Verlag von Martin Wallace. Und heute, da wollen wir mal in diese Kiste hier reinschauen und gucken, was wird uns eigentlich alles an Spielmaterial mitgeliefert und einen kleinen Überblick über den Inhalt dieses Spiels gewinnen. Bleibt also dran, jetzt geht's los. So, ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt zuallererst mal in diesen geheimnisvollen Karton rein und machen den schon mal auf, bevor wir dann mal lesen, was eigentlich so hinten drauf steht, was denn alles drin ist. Ja, also erstmal die Folie abmachen, ist ja gut verpackt, damit auch ja nichts dran kommt, sehr schön. So, das packen wir weg. Also, wir haben hier das Brettspiel von Martin Wallace, ich mach's mal so, das Brettspiel von Martin Wallace Anno 1800. Geeignet für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und dauert eine Partie ca. 120 Minuten. Wir drehen das Ganze mal rum und sehen jetzt hier die Rückseite dieses schicken Kartons. Es ist also geeignet für Strategen, weniger für Glückspilze, und das kommt mir entgegen, weil wenn ich schon mal Brettspiele mache, und eigentlich ist es auch im Digitalen so, also wenn ich Computerspiele mache, dann möchte ich nicht unbedingt durch Glück gewinnen, sondern möchte mir über die Zeit gewisse Fähigkeiten und Skills anordnen, sodass ich dadurch anordnen, habe ich anordnen gesagt? Aneignen meinte ich natürlich, sodass ich dadurch dann gewinnen kann. Es geht hier um die industrielle Revolution und um Anno-Fans. Gut, die Wertungen sind jetzt ein bisschen Bullshit, aber okay. Und man sieht hier schon mal so einen Überblick, das sieht also sehr, sehr vielversprechend aus. Insgesamt haben wir in dieser tollen Kiste einen Spielplan, 4 Heimatinseln, 12 alte Weltinseln, 8 neue Weltinseln, 125 Bevölkerungssteine. Also ziemlich viel Inhalt in dieser Kiste und ich bin mal gespannt, ob man da nicht den Überblick beim Spielen verliert. Jetzt gucken wir aber erstmal rein, wie das Ganze dann aussieht. Und zwar machen wir den Karton mal vorsichtig auf. So. Und hier haben wir jetzt, also erstmal, das finde ich übrigens sehr, sehr gut, schon mal mitgeliefert hier, solche kleinen Plastikbeutel, in die man dann die verschiedenen Plättchen ein bisschen sortieren kann, damit es dann nicht allzu unübersichtlich wird. Dann gibt es hier solche schicken Karten. Das sieht aus wie Kontore oder wie Inseln vielleicht, weiß ich noch nicht genau. Werden wir dann auf jeden Fall in der Regelerklärung in einem der nächsten Videos sehen. Hier gibt es solche Ereigniskarten, auch original verpackt dementsprechend. Noch mehr Karten. Das sieht aus wie unsere Bewohner, sage ich mal, ne, die immer spezielle Fähigkeiten mitbringen. Ich weiß es aber nicht. Hier gibt es so ganz viele Holzklümpchen, ne, das werden die Spielsteine dementsprechend sein. Legen wir auch mal hier hin. Es gibt eine Spielanleitung, das ist natürlich ganz wichtig. Und die hat nicht weniger als 16 Seiten, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung. Ich bin mal gespannt. Ich werde mich für euch da durcharbeiten und werde euch dann sagen, wie das Ganze funktioniert. Hier gibt es solche Karten mit Rohstoffen drauf, also unheimlich viel drin hier in der Kiste. Es gibt hier nochmal Karten mit entsprechenden, ich zeige das mal gerade, hier sind also die Sägewerke drauf, es gibt hier Bauernhof, es gibt die Kartoffelfarm, den Schweinezüchter, hier die Schaffarm dementsprechend. Also die Industrien sind hier drauf zu sehen. Mal gucken, ob das alles dieselben sind. Ich mache das mal ganz kurz hier raus. Das sieht so aus, als wären das 3-4 mal dieselben. Das heißt, das werden wahrscheinlich die Startinseln für jeden sein. Aber lassen wir uns überraschen, wo tun wir das hin? Das packen wir mal hier hin. So, und jetzt gibt es hier ganz viel zum Ausstanzen. Ja? Entsprechend hier Industrien und kleine Spielmarkerplättchen. Wo haben wir denn noch Platz? Mein Gott, wir legen das mal hier oben noch hin. Ja, das Gleiche gibt es gleich nochmal hier. So, und dann gibt es hier wohl so etwas wie einen Spielplan. Gucken wir mal, wenn wir den da rausbekommen jemals. Genau, den kann ich jetzt hier so zusammen machen. Ich versuche das gerade einmal ein bisschen in die Kamera zu zeigen, sodass ihr das auch sehen könnt. Also hier eine Übersicht aller Rohstoffe, die es in Anno 1800 gibt. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera, dann könnt ihr das vielleicht etwas besser sehen. Ja, sieht dann so aus. Also alle Rohstoffe hier übersichtlich auf einem Spielplan angeordnet. Und hier gibt es noch mehr zum Ausstanzen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also hier gibt es jetzt Schiffe, genau, Kriegsschiffe dementsprechend, kann ich auch mal in die Kamera zeigen.
Kriegsschiffe von hinten auch ganz schön noch angezeigt und Werft und was es hier nicht alles gibt. Und hier kommt jetzt definitiv nochmal eine Ausstandskarte, die ich gar nicht da rausbekomme. Sogar noch zwei, drei, eieiei. Ja, also ganz viele Rohstoffe jetzt hier und hier in der Kiste befindet sich sogar nochmal sowas. Also unfassbar viel Material aus Pappe, aus Papier, aus Laminiertem und im Endeffekt auch aus Holz, die Spielsteine. Das ist also alles drin, also super viel Material, wie ich finde. Plus die Spielidee, das muss ja auch jemand entwickelt haben. Das Ganze habe ich bekommen für ja, etwas unter 40 Euro, was ich für den ersten Blick, den ich jetzt hier so schweifen lasse, mal einen angemessenen Preis finde. Aber ich weiß natürlich noch nicht, wie gut sich das Spiel im Endeffekt spielen lässt. Das würde ich euch dann in der nächsten Folge bzw. in der übernächsten Folge zeigen zu diesem Anno 1800 Brettspiel. In der nächsten Folge schauen wir uns die Spielregeln gemeinsam an. Die werde ich euch erklären und in der darauf folgenden Folge möchte ich euch dann zeigen, wie man das Ganze spielt. Da werden wir dann mal ein Let's Play Anno 1800 Brettspiel machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen und wenn ja, dann lasst mir doch mal einen Daumen hoch da für das Video. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Macht's gut, bleibt gesund, ciao, euer Heinz.